Ja, guten Morgen. Ich wollte eigentlich diese Präsentation vorher an die Übersetzung geben, weil es ist sehr schwierig, das ins Englische zu übersetzen. Das war jetzt leider nicht mehr möglich. Also es gibt einfach einige Passagen, die nicht übersetzbar sind. Unser Ehrgeiz ist ja, dass wir alle Medien, also Zeitungen, Zeitschriften, Web, dann Corporate Publishing und Kiosktitel, Independent Magazine, dass wir das ganze Spektrum abbilden. Und wir hatten einige Ideen, wie man Zeitungen präsentieren kann. Es gab zum Beispiel in München eine Ausgabe der Süddeutschen Zeitung, wo man das Gesamtwerk von Robert Frank als Zeitung veröffentlicht hat und so weiter. Es gab einige Pläne, das hat jetzt alles nicht geklappt. Das wird jetzt die einzige Präsentation sein, die sich mit Zeitungen beschäftigt. Und wenn solche Ereignisse sind wie Fußballweltmeisterschaft oder Charlie Hebdo und so weiter, dann kaufe ich alle Zeitschriften, alle Zeitungen, die ich erreichen kann, international und so weiter, weil ich glaube, das ist eine sehr gute Bestandsaufnahme für den Zeitgeist. Die Leute, die das machen, also die Designer, die Chefredakteure, die haben nur einen Tag Zeit, um dieses Thema aufzubereiten. Und da greift man natürlich auf Muster zurück, die man schon mal gedacht hat. Oder es gibt auch manchmal Überraschungen, die man noch nicht gesehen hat. Jedenfalls, wenn man das mit einigem Abstand sieht, das ist dann schon sehr bezeichnend eben für einerseits die Arbeitsweise, andererseits den Zeitgeist. Und ich habe jetzt diesmal das Thema die Fußball-Weltmeisterschaft genommen. So irre ist diese WM. Ich muss diese Titel, die spreche ich jetzt, weil für die Übersetzung ist es ja dann wichtig, was wird übersetzt. Ab heute sind wir Baller Baller. Also die Medien hätten ja an sich die Chance, in solchen Momenten wirklich zu zeigen, was sie an Relevanz bieten können. Das tun sie in diesem Fall natürlich nicht, sondern verblöden und bringen solche Themen. Der Wahnsinn ist Methode eben bei dieser Geschichte. Es gab einige Prognosen, also man hat vorausgesagt, wir kommen ins Finale. Viele kompetente Fußballspieler. Die Sterne stehen gut, also astrologisch. Deutschland hat 1954 das erste Mal die Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Und es war nach dem Krieg, war das so eine Situation, wir sind wieder geachtet in der Welt. Und das ist sozusagen das Wunder von Bern dann gewesen. Und auf diese 54er WM bezieht sich sehr viel. Also man nimmt hier 54 Fakten, um kompetent mitreden zu können und so weiter. Also 54 ist ein wesentliches Datum. Auch die Reihe, alle 20 Jahre, also nicht ganz, stimmt nicht ganz, aber man hat vorausgesagt 54, 74, eigentlich müsste man 94, 2014, also als wäre das eine Gesetzmäßigkeit. Das ist eine Prognose eben gewesen. Die sind alle vorher erschienen natürlich. Oder ein Scrabble, wo man nachweist, welche Spieler sind weltmeisterfähig. Die Bild-Zeitung, das wesentliche Medium für Boulevard in Deutschland, die hat dann vor dem Endspiel noch 3 Tage, noch 2 Tage und im Finale schlagen wir Argentinien. Also die Voraussage war eben, wir werden Weltmeister und am Sonntag gehört uns der Weltmeisterpokal. Also alles Prognosen, keine Nachrichten, keine Meinungen, sondern es sind Prognosen. Die Zeitungen haben sich geändert, also vor 20 Jahren war die Zeitung überwiegend Text auf der Titelseite. Mittlerweile gibt es sehr viele Ausgaben jetzt von internationalen Zeitungen, wo man wie im Magazin, also ein vollformatiges Bild auf die Titelseite bringt. Das sind meistens dann große Ereignisse, 9/11 oder der Papst oder irgendwelche Dinge. Mittlerweile ist es eben auch für solche Banalitäten, die während der Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden, üblich, dass man das volle Format verwendet. Also das waren jetzt auch nochmal, das Handelsblatt hat mittlerweile auch sehr viele Vollformat-Cover. Also hier bei dem Linken geht es darum, wir
wir sollen Flüchtlinge aufnehmen und wir haben aus allen möglichen Kulturen, haben wir dann die Kinder und die zahlen unsere Rente und so weiter. Und eben auch bei der Weltmeisterschaft eben diese vollformatigen Titelseiten. Löw ist der Trainer der deutschen Mannschaft und Neymar ist der brasilianische Star. Tagesspiegel, auch Vollformat-Cover, Berliner Morgenpost, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dann gibt es einige Medien, die gewissermaßen reflektieren oder Kritik üben. Also Scheiß auf den Titel, es lebe das Spiel, weil es gab einige Spiele, die sehr taktisch geprägt waren, also wo keine Begeisterung aufgekommen ist. Und die Taz ist natürlich eh eine oppositionelle Zeitung und hat eben dann diesen Titel gemacht. Oder sie schreiben, mit dieser Spielweise wird es nichts. Also wir können, wenn wir so spielen, werden wir nie Weltmeister. Die Zeit fragt, darf man Fußball auch hassen? Und macht dann ein Herz aus einem Fußball. Also in dieser ganzen Euphorie, in dieser ganzen Begeisterung gab es einige, die eben eine gewisse Distanz aufgebaut haben. Oder es gab dann gewissermaßen so eine Selbstkritik. Motzen wir zu viel an den deutschen Siegen herum? Also man gewinnt zwar, aber man hat dann trotzdem immer noch Kritik. War nicht so schön, ist nur ein Tor gefallen und so weiter. Das ist jetzt schwierig für die Übersetzung, Sprachakrobatik. Also das kennt man ja aus so Boxkämpfen, dass die Namen so gedehnt werden von Torschützen. Oder es gibt einen Spieler, Mats Hummels, und dann texten die Ratz, Fatz, Mats. Also muss man vielleicht auch nicht übersetzen. Das ist eine kölsche Band, die diesen Titel gemacht hat. Man darf ja an sich keine Dialekte sprechen, die man nicht kann, aber so ähnlich. War denn supergeiles Zick. Und Zick ist ein Kölner hier. Das heißt, glaube ich, Zeit. Zeit. Also eine supergeile Zeit insgesamt. Es gibt einige Titel, die eigentlich den Satirezeitschriften die Arbeit abnehmen. Und normalerweise ist eben Karikatur und Überzeichnung das Genre, das in Satirezeitschriften üblich ist. Mittlerweile gibt es auch in den klassischen Medien gibt es auch satirische Verfremdungen von Fotografie oder Collagen. Also in dem Fall, heute sieht Ronaldo alt aus, man macht ihn mit fettem Bauch und mit grauen Haaren und mit, man möchte, dass er schwach ist und dass Portugal nicht gewinnt. Also man hatte Angst, gegen Portugal zu verlieren. Auch in der Bild-Zeitung haben dann die muskulösen Körper, waren das Argument heute, also Ronaldo, heute haben wir die Siegermuckis, also die Muskeln. Oder krallt euch den Goggeladler auf der rechten Seite. Also er ist sehr, sehr arrogant und deshalb nennt man ihn Goggel und Adler sind die Deutschen. Dann heute gibt es den Porto-Knall. Es sind keine Satirezeitschriften. Ronaldo zerplatzt. Oder als man gegen... Hans, die Wüstensöhne, schwindlig, Jungs. Algerien. Also das ist natürlich auch immer, man hat einen Tag Zeit, um sowas zu machen, wobei der Spielplan steht natürlich fest, aber es ist trotzdem so immer aus der momentanen Stimmung heraus. Das gehört jetzt natürlich nicht zu den Fußballzeitungen, aber mir ist aufgefallen, dass in den letzten 2 Jahren sehr viele Zeitschriftencover erschienen sind, sehr blutige Fotos. Also hier der Steinbrück, Kanzlerkandidat bei der letzten deutschen Bundestagswahl.
Dann We Are Different, das Magazin mit Blut, Ohrenring. Dann Arena Om, Esquire. Ich weiß nicht warum, aber es ist, ich sehe einfach nur das Phänomen. Kaltblut für eine Fotoagentur, Visions. Und auch Geo, selbst Geo, so ein bisschen Blut zumindest. Und dann kommt also aus dieser Blutgenealogie kommt dann Clincy, heute siehst du Sterne. Also Klinsmann ist der amerikanische Trainer, ein Spiel war gegen USA. Und Klinsmann war der Vorgänger von Löw, also eigentlich sein Chef. Und Löw gegen Klinsmann war natürlich dann auch eine pikante Begegnung. Und die Bildzeitung ist eben mit diesem blutigen Auge und so weiter erschienen. Götter und Helden. Müller, du Regengott. Der Fußballgott, Schweinsteiger. WM-Helden, unsere Helden. Ich weiß auch immer nicht, was die ausdrücken, also wenn die so schreien, wenn das Maul so aufgesperrt ist. Ist es Sprache oder ist es nur laute, tierische? Deutschland erwartet seine Helden und die Helden weinen. Es gab, als der Kardinal Ratzinger als Ratzinger Papst wurde, gab es den Titel Wir sind Papst. Und der neue Papst, da gab es nicht diese, aber man hat im Grunde auf diese Titelseite angespielt. Ihr seid Papst, aber wir sind Götter. Auch für Illustratoren und typografische Umsetzungen war diese Zeit während der Fußball-Weltmeisterschaft dann eine sehr kreative, also es gab viele Illustrationen, gab solche typografischen um diesen Weltpokal herum Umsetzungen. Also sehr viel Arbeit für Illustratoren und Fotografen. Ein absolut hässliches Bild, ich weiß nicht zu viel. Selbst die Deutsche Bank hat also während der Fußball-Weltmeisterschaft dann ihr Logo geändert, und zwar immer in den Farben der verschiedenen Gewinner bei jeder Fußball-Weltmeisterschaft. Und einige Logos von Zeitschriften haben also auch das I als Pokal umgesetzt oder BZ, also Berlins größte Zeitung, dann zumindest Schwarz-Rot-Gold in den deutschen Fahnen, in den deutschen Farben. Nach diesem 1954, also es gab dreimal hat Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen, und diese Zahl 4 spielt also dann jetzt eine große Rolle im Zeichen der 4. Das neue Vier-Gefühl, also das Wir-Gefühl mit der 4. Also das ist dann auch, wenn jemand mal eine Idee hat, wird dann auch auf den Konkurrenztiteln wird es auch weiter gesponnen. Dann gibt es einige Fotos, die dann so eine Kraft haben, dass sie eigentlich auf allen Titelseiten erscheinen. Klose, einer der älteren Spieler, 36, deshalb unser Opa ist der Beste oder danke Alter. Er ist nochmal aufgestellt worden und hat also tatsächlich auch Tore erzielt. Und diese Übung, ein Salto zu machen, das hat er schon seit Beginn an gemacht. Und ich habe hier eine Zeitung ausgesucht von 2006, die Süddeutsche, und die Süddeutsche von 2014. Also dieses Bild war immer eine Ikone und war immer titelfähig. Und es ist dann praktisch auf allen wesentlichen Tageszeitungen ist das Bild erschienen. Dann dieses Foto nach dem Sieg, diese Rückenfigur, ist auch überall aufgetaucht. Also man fragt sich dann, was ist eigentlich die Botschaft dann von dieser Götterhaltung oder wie so ein römischer Cäsar. Aber es wird eben dann ausgewählt. Auch dieses Foto von Müller. Dann die Trophäe bei der Augsburger Allgemeinen. Schon mal zum Ausschneiden vorher.
oder eben auch als Attraktor, das zu gewinnen geht. Dann ist die Bundeskanzlerin ist immer wieder zu den Spielen erschienen und ist Merkels geheime Motivationsrede. Also Mutti ist so der Begriff, der Spitzname für die Kanzlerin. Und sie ist also immer wieder in die Kabine auch gegangen und hat sich mit den Spielern fotografieren lassen. Das sind natürlich auch dann wieder visuelle Metaphern, die eben für die Titelseiten bevorzugt genommen werden. Also dann auch in der gleichen Farbe. Wo macht sie unsere Jungs stark? Dann diese eine Rückenfigur, die ich schon gezeigt habe, die ist also auch sehr oft reproduziert worden. Und es gibt verschiedene andere Rückenfiguren, die also auch als Titelseiten verwendet wurden. Dann der Papst. Während nach einem Spiel ist dieses Trikot von Müller abgebildet worden auf der Weltkompakt. Also Weltkompakt ist eine Sonderausgabe der Welt, eine kleinere Ausgabe. Und man hat dann nach der Weltmeisterschaft hat man ein Trikot gemacht, Franziskus, und hat es dann dem Papst überreicht. Also die Münchner Spieler, die Weltmeisterspieler, haben dann sich angemeldet beim Papst und haben ein Trikot überreicht. Also so wie das Schweißtuch der Veronika, also eine religiöse Reliquie fast. Und er hat es auch angenommen. Und dann auch als Reliquie 2 Millionen Euro für Götzes WM-Schuh. Also Götze strahlt und die Jünger außenrum und dann diese heilige Reliquie, der goldene Schuh. Also interessante Bezüge eben zu Religion und Göttern und Helden. Dann die Spielerfrauen. Während der Weltmeisterschaft, Yogi schickt die Frauen weg. Und nach der Weltmeisterschaft gab es den Liebesurlaub und gab aber sehr viele Trennungen. Also die Spieler haben sich alle von ihren Freundinnen getrennt. Liebesaus bei Manuel Neuer. Hat Neuer eine neue? Liebeshölle von Bastian Schweinsteiger, Glück und Leid unserer WM-Jungs, Liebesfluch der WM-Helden. Dann die Frage der Relevanz. Also das war die Ausgabe von Kicker. Kicker ist eine Fußballzeitschrift von 1954. Also keine tobenden Helden, sondern Handshake. Und danach standen die auch alle, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft, standen die alle sehr ruhig da. Also es gab nicht diese Feierposen, sondern waren fast ein bisschen schüchtern, dass sie das gewonnen haben. Also nicht diese aggressive Boulevard-Ästhetik. Mittlerweile ist es so, dass selbst so eine Meldung, Khediras Eltern bei WM ausgeraubt, dass das auch wieder titelfähig ist. Also die banalsten Dinge, die periphersten Themen werden plötzlich zu Cover-Meldungen. Und ich habe auch die arabischen Zeitschriften oder Zeitungen während dieser Zeit gekauft. Auf der rechten sehen Sie diese kleine Meldung, eine Mannschaft, das war die Berichterstattung über die Fußball-Weltmeisterschaft. Also eine völlig andere Wertskala, was bei uns Khediras Eltern ausgeraubt. Irgendeine Banalität wird Titelseite. Und hier ist es nur so am Rande. Oder auf dieser linken, bei Hayat ist auch der Weltpokal abgebildet, ist nur eine Wortmeldung. Einige Zeitungen haben natürlich Berührungsängste mit diesem Boulevard. Und so hat zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine hat nur die Haare von Ronaldo gezeigt, bevor das Spiel stattgefunden hat gegen Portugal. Bei dem 7:1 Deutschland-Brasilien gab es dann keine Kommentare mehr, ohne Worte. Es war so eine Überraschung und Sensation, dass man also da, dass die Textredakteure versagt haben. Es gibt keine, so unvorstellbar. Dann im Vorfeld gab es von der Deutschen Bundesbahn eine, das ist die Zeitschrift der Bahn,
Da gab es also diese Spieler, nicht alle, aber und das Komische ist zum Beispiel, in der mittleren Reihe der rechte Reus, der hat sich verletzt, ist also nicht bei der Weltmeisterschaft dann dabei gewesen, ist aber in diesen Sammelbildern der Titelseiten ist er verewigt, so als hätte er mitgemacht. Weil die natürlich mit sehr viel Vorlauf vorher produziert werden müssen. Danach, Kapitän Lahm, Fuß gebrochen, scheiße. Schweini bricht sein Schweigen. Es waren dann mal 2 Wochen Ruhe. Also die haben ihren Liebesurlaub gemacht, dann war Pause. Und das war dann schon Entzugserscheinungen. Und dann kommt eine Titelseite, Schweini bricht sein Schweigen. Oder nennt eure Söhne Yogi. Also völlig, völlig gaga. Ne? Andererseits ist Löw dann auch auf dem Spiegeltitel gewürdigt worden. Und das ultimative Cover hat 11 Freunde gemacht. Das ist ein Text, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. Also Messi, der Argentinier, Deutschland gegen Argentinien, Endspiel. Und es gibt, das hat eine Vorgeschichte, dieses Zitat. Als Beckenbauer Trainer war der Nationalmannschaft, war also diese taktischen Überlegungen waren noch nicht so wichtig, haben noch keine solche Rolle gespielt. Und da ist zitiert, dass er der Mannschaft gesagt hat vor dem Endspiel, geht's raus und spielt's Fußball. Und diese letzte Injektion an verbaler Aufrichtung, das ist gewissermaßen hier, also Löw sagt, geh raus, zeigt der Welt, dass du besser bist. Und er schießt auch noch das finale Tor, er schießt das Siegtor. Naja, das ist jetzt ein bisschen durcheinander. Das hätte eigentlich an den Anfang gehört. Also das ist eine, dass man zur Kenntnis nimmt, außer den arabischen Ländern. Es ist ein Weltereignis. Es ist also in allen Sprachen, in allen Ländern eine Berichterstattung. Das hätte an den Anfang gehört, aber damit mit dem 11-Freunde-Cover bin ich fertig. Dankeschön.